Zum Vergleichen würden dann die Proben von der Autobahn Wacken und Kinderspielplatz quantitativ mittels Atomabsorptionsspektroskopie untersucht. Das Atomabsorptionsspektrometer würde auf die entsprechende Wellenlänge eingestellt. Bei uns war es 372 Nanometer und die Eisen-HKL-Lampe würde eingeschaltet. So kann das elementspezifische Emissionsspektrum in die Flamme geliefert werden. Für die Atomisierung der Probe würde die Flammenatomisierung verwendet. Dabei wird die Probe durch einen Zerstäuber in eine Mischkammer verspritzt und mit einem Flammengas vermischt. Der entstandene Aerosol würde dann in eine Flamme in die Atome zerlegt, die das Licht der HKL absorbieren. Die Absorption ist zu der Konzentration des untersuchten Elementes in der Probe proportional. Zuerst würde eine Blankanalyse mit dem destillierten Wasser durchgeführt. Und dann, aus der Satz der Kalibrierlösungen, würde eine Kalibrierkurve erstellt. Danach würden die untersuchten Proben in die Flamme angesaugt und die Extinktionswerte würden ermittelt. Die weitere Auswertung erfolgt fast genauso wie bei der UV-Wiss-Messung. Es würde die Funktion der Kalibriergeraden ermittelt. Hier ist sie für die Autobahnprobe und hier ist das Ergebnis für die Kalibrierung für die Wacken- und Kinderspielplatzprobe. Für die Messung würde die Autobahnprobe 200-fach und Wacken- und Kinderspielplatzprobe 32-fach verdünnt. Deswegen würden die Ergebnisse mit diesen Faktoren multipliziert. Genau wie es erwartet würde, enthält die Autobahnprobe am meisten Eisen. Da Eisen im Boden keine große Gefahr für den Mensch darstellt, würde für seinen Gehalt im Boden keine Grenzwert eingeführt.